Hallo und willkommen zu den News dieser Ausgabe. Im Action-Adventure Dragonblade Wrath of Fire schlendert ihr mit eurem Kämpfer durch eine von Drachen zerstörte Welt, um euch den fliegenden Feuerspeiern entgegenzustellen. Um überhaupt eine Chance zu haben, müsst ihr die einzelnen Teile des Dragonblades finden, welche die Energien eines Drachen in euch freisetzen und dummerweise in der ganzen Welt verstreut liegen. Die Steuerung geht locker von der Hand, da die Vorteile der Wii-Remote und des Nunchuk gut ausgenutzt werden. Einen guten Eindruck hat Dragonblade bei uns schon mal hinterlassen. Mal sehen, wie die fertige Version abschneidet. Das Spiel kommt am 2. November von Koch Media für Nintendos Wii. Hier seht ihr die Wii-Version von Medal of Honor Heroes 2. Wie auch im ersten Teil seid ihr natürlich wieder als Soldat im Europa des Zweiten Weltkriegs unterwegs. Dabei steuert ihr, wie Shooter typisch, mit Wii Remote und Nunchuk. Das bringt allerdings auch wieder den Nachteil mit sich, dass ihr euch nur drehen könnt, wenn ihr die Remote an den Bildschirmrand steuert. Drehen und zielen gleichzeitig ist also nicht. Immerhin, ihr könnt auch den Wii Zapper zum Spielen einsetzen. Diese wird nämlich erstmalig unterstützt. Online-Schlachten für bis zu 32 Spieler werden auch möglich sein. EA veröffentlicht das Spiel Ende November für Wii und PSP. In die Legende von Beowulf, dem Spiel zum kommenden Kinofilm, hier zu sehen in der Xbox 360-Version, schlüpft ihr in die Rolle des legendären Kämpfers und stellt euch einer furchteinflößenden, menschenfressenden Bestie, um die Bevölkerung Dänemarks zu befreien. Als nun ernannter König muss Beowulf anschließend weiter gegen das Böse kämpfen, um sein Volk zu beschützen. Im Spielverlauf verbessern sich die Fähigkeiten eures Kämpfers. Das Spiel enthält auch einige Quick-Events, bei denen es gilt, den vorgegebenen Button so schnell wie möglich nachzudrücken. Ubisoft bringt Beowulf am 8. November für die Xbox 360 und am 29. November für PlayStation 3 und PSP. Bladestorm, hier übrigens die Xbox 360-Version, versetzt euch ins kriegsgeplagte Europa des Mittelalters. Ihr übernehmt die Kontrolle über ein Heer und zieht in die Schlacht. Massenschlachten aller Dynasty Warriors sind also schon mal vorprogrammiert. Und in etwa so spielt sich Bladestorm dann auch. Das Spiel kommt Anfang November für Xbox 360 und PS3. Dank der Anime-Lizenz metzelt ihr euch im neuesten Dynasty Warriors mit legendären Helden durch das futuristische Gundam und nicht wie in den unzähligen Vorgängern durch das antike China. Am Spielprinzip hat sich nicht viel geändert, bleibt also abzuwarten, ob Dynasty Warriors Gundam für viel Spielspaß sorgen kann. Das Spiel kommt am 9. November für PS3 und Xbox 360. Und damit sind wir auch schon am Ende der News angelangt. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem Rest der DVD und bis zum nächsten Mal.